ganz herzlich willkommen in Wilisa. Schön, sind ihr da. Wir können zusammen gerne einen Spaziergang durch Städtli machen und dann kann ich euch zeigen, wie man die Wilisau-Ringli macht. Nach einem kurzen Fußmarsch sind wir in der Altstadt von Wilisau. Das Städtli, das lebt. Es hat einen Haufen ganz tolle Restaurants. Wir haben einen Haufen Läden hier, vom Knopfladen, Babetterie, Bastelladen. Da findet jeder etwas. Hier sind wir in der Wilisauer Hofkirche. Das hier oben, das ist unser Kupferturm. Wir sagen dem auch Elefant. 1928, 1929 ist eigentlich auf die bestehende Kirche draufgebaut worden. Hier hat es auch noch etwas ganz Interessantes. Der Hund, der steht symbolisch für Stadttier. Und zwar ist das der Architekt, der nach dem grossen Brand von Wilisau alle Häuser aufgebaut hat. Und alle mussten gleich gross aufbauen, ausser sein eigenes. Das hat er doppelt so gross gemacht. Und darum ist er verflucht, während der Fasnacht aus Stadttier durch die Strasse zu ziehen. Am besten einfach nicht draufstehen. Jetzt sind wir hier im Café Amrain, beim Ursprungshaus von der Wilisauer Ringli. Hallo Anita. Hi, Mischa, grüß dich. Hey, jetzt hast du Glück. Jetzt sind wir gerade am Wilisauer Ringli produzieren, wenn cool. Du schauen willst. Ja, gerne. Also, komm mit. Jetzt vom Teig her, was ist dort drin? Darfst du das überhaupt sagen? Ja, grob kann ich sagen. Also, der Teig besteht natürlich aus einem sehr grossen Teil an Zucker, Zitronen und Orangen in Form von ätherischem Öl. Dann haben wir Mehl drin und dann natürlich Honig, der das auch typische Aroma ausmacht. So müssen sie eigentlich sein. Nehmen wir noch eins? Ja, ich würde sagen, absolut. Ja. Und mein persönlicher Geheimtipp, der befindet sich hinter dieser Tür. In diesem Raum könnt ihr noch etwas über die Geschichte von Wilisau lernen. Was die wunderschönen Zeichnungen an der Fassade bedeuten, zum Beispiel im Städtli. Und alles das findet ihr hier. So, ich hoffe, es hat euch gefallen hier zu Wilisau. Merci vielmals, gute Heimreise und bis zum nächsten Mal.